Ja, also du hast mit dem Regen, Jungs, Regen. LOL, ernsthaft, im Rennen komplett. Nein. Doch. Nein. Doch, komplett stark regen das ganze Rennen durch. Es war doch klar, dass das in England wieder so ist, ey. Dann lass ich mal das Standard Jungs, ich glaube, ich Disconnect. Ich mache jetzt erstmal volle Möhre Traktion, Leute. Rennen kann sich das Wetter noch ändern. Ja, hab ich für England irgendwie gar nicht. Was ist Jörg für eine Gruppe? Danke, Gruppe. Hätte ich gestern dabei sein müssen. Für die Leute, die nach Jörg rufen. Aber war kein Jörg auf der Party, also irgendwie, weiß nee. Dafür ist trotzdem echt häufig gerufen, Dennis. Ja, ja, aber das ist wie bei Festivals, da hast du Running Gag, dass man immer über den Platz läuft und Helga ruft. Ich bin schon wieder vor mir beim Boxenausfahrt. Was ist denn Helga? Ja, ist halt ein Gag. Und dann fängt einer an, Helga, wo bist du? Und dann rufen alle, Helga. Ja, aber vor, da ist dann wirklich Helga. Ja, das, ja moin. Ja, bin ich hier. Was willst du von mir? So, wie sieht denn das hier aus? Kann ich schon rausfahren? We have a car, als Engländer, da fährst du ja falsch aber raus. Aber jetzt soll das echt regnen, ey. Wir hatten, glaube ich, die letzten drei Rennregen, oder? Ja, das letzte war kein Regen. Oh, wir haben diese Saison echt mega viel. Wieder vor, lieber. Aber dann dauert das Rennen wieder ewig, ey. Ja. Dann lang ich die Aufnahme. Aber es wird spannend, anders als Österreich. Naja, das stimmt. Aber jetzt haben wir noch keine Antwort gemacht, ne? Ja, Lucky sollte das doch machen. Ah, toll, Lucky. Ich hab sowas noch nie gemacht. Ja, sag einfach Hallo und herzlich willkommen. Hier für alle Hallo, ich bin's Lucky. Hallo, Ibeams, Lucky. Ibeams, der Lucky, lol. Kannst du aber beim Rennstart mit reinschneiden. Dann macht mir das Replay. Jetzt sagt, dann... Ja, ja genau, Replay an Mod. Hallo. Ja, also ich wünsche jetzt schon für Neustart. Boah, die Strecke also komplett ist Neustart. Mit neuer Gruppe und so. Vielleicht haben wir dann keinen Regen mehr. Warum war hier gerade Staub? Was haben wir über... Staub? Staub. Hier ist, Wenn du hinter mir bist, dann war ich das. Ah. Oh, mein Lenkrad steht schief. Ob du hinter mir bist. Mein Lenkrad steht schief, Mama. Mann, Daniel, das musst du fixen. Ja, warte, mach ich was, kurz. Das musst du fixen? Ja. Ja, gut. Hä, Dennis, Problem? Nö. Du, Dennis, man hört meistens das, was man hören will. Hab ich gestern auch... Oh, jetzt wird das Lenkrad gewichst, ey. Ja, dann wird das auch ordentlich... Oh Gott, ich hab das Bremspedal noch nicht gedrückt. So, jetzt. Jetzt, der Röber ist aus der Session raus, was? Ne. Die Strecke ist halt richtig heiß im Video einfach, ey. Jetzt Regen, man. Und damit im Bots, Alter. Viel Spaß euch. Ich habe mich letzte Saison hier mit Button geprügelt und bin dann abgeschossen worden. Das war auch nicht so witzig. Wir haben hier einige geprügelt. Wenn ich mich recht erinnere. So, Christa, ich habe übrigens die letzte Staffel jetzt aufgelöst. Ja? Ja. Ziemliches Kackende, muss ich sagen. Das ist halt richtig behindert. Ja, aber ich weiß gar nicht, was du zu meinem Blau fandst. Das kann ich jetzt nicht sagen, sonst spoilern wir Daniel. Hast du das mit den Starks oder was? Presse jetzt! Das können wir nicht sagen. Ja, nee. Du kannst ja nur sagen, welche Familie du meinst, weil da am Ende geht, war darf ja. Ich nicht! Du kannst am besten gar nichts sagen. Warum denn? Einfach Fresse halten dir. Lagi hat immer auch keine Antwort gemacht, ne? Ich sag's nur. Ja. Das brauchen wir die auch nicht mehr machen. Ja, sorry Zuschauer für die vorhanden, nicht vorhanden. Ach ja! Sport. Grüße gehen raus an Vincent Alter, und Simon. Was denn? Du bist so unfassbar laut. Wieso? Weiß nicht. Ja, du bist immer noch so voll von gestern wahrscheinlich. Da hast du auch die ganze Zeit so rumgeschrien, Alter. Ja, ich weiß immer, war echt richtig schlimm. Ja, das stimmt. Das war schon vorher so um 19 Uhr. Hat er schon rumgeschrien, ey. Ich hab's bis zu uns gehört. Dafür geht meine Stimme aber noch klar. Also. Ja, die ist auch trainiert auf Schreien. Rufen. Ja, auf Schreien. Also das hier ist im Gegensatz zu Österreich, glaube ich, nicht meine Strecke. Ey, ich hasse die auch, ey.
Weil auch England, ne? Ja. Wir sind ja auch nicht in der EU. Brexiter hier. Weil die am Leben vorbeilaufen. Herr Milton ist auch ein Inselaffe, aber das Thema hatten wir schon tausendmal. Eigentlich ist der kein richtiger Inselaffe. Ja, weil er fährt ja quasi. Das ist ja auch ein Karamell, habe ich gehört. Fährt er nicht unter der englischen Flagge? Ja. Ja, dann kann ich Strecke und Kacke sein. Ist ja, glaube ich, in England nur groß geworden, oder? Hast du diese Strecke, ey. Ja, das schreibe ich. Ich habe halt extra... Okay, ist jetzt auch scheißegal. Ich habe harte Reifensätze mitgenommen, weil ich eigentlich immer hier richtig viel Reifen verschleiße. Ja, das war recht sinnfrei. Ja. Aber gut, kann ich ja nicht riechen, wa? Ja, das stimmt. Aber ist ja jetzt auch egal. Wie lange ist denn noch? Wir haben gerade angefangen. Also haben wir noch ein bisschen. Da gehe ich von aus, ja. Wenn es noch 5 Minuten sind, dann steht das da oben immer. Jetzt fuck, jetzt habe ich abgekürzt. Angeblich. Ja, feiert noch eine Runde. Ich bin auch einfach nicht schnell auf dieser Strecke, ne? Was? So scheiße war die Runde doch gar nicht. Anscheinend doch. Wieso geht mir das Benzin aus? Alter, diese eine Kurve, wo man so richtig leicht abkürzen kann. Kurz nach Startziel. Welche? Kurz nach Startziel eine. Gibt's echt wenige hier. Hamilton, verpiss dich von der Strecke. Du hast hier kein Visum für. Ah, doch, hat er ja. Der wohnt. Weiß nicht, ob der hier wohnt, aber. Auf der Strecke. Ja, der fährt da immer. Hier gibt's hier eine Brücke? Okay, kann jetzt auch, aber auch sein, dass ich so struggle, weil ich Maximum Abtrieb habe. Auf der Strecke macht das, glaube ich, ziemlich viel aus. Ja, kannst du von ausgehen. Ich werde mich hier 100%ig im Regen abschießen. Bei der schnellen S-Kurve da. What? Super, das war die Schnellste. Damn, Boy. Wo kam er denn jetzt her? Da haben wir mal 3 Sekunden schneller als ich. Ja. Hier kannst du auch wieder richtig reinknallen in die Box. Ist besetzt, Marc. Ja, mach mal schneller jetzt. Ich schieb nicht so schnell. Krieg die mal in den Muckibude, das sieht ja schlimm aus. Ja, glaube auch. Oder ich krieg wieder einen Napsen hier vorne, ey. Noch einer. Das ist eindeutig ein Engländer. Hallo! 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 Worum geht's? Wir sind gerade in die Box. Also ich bin an ihm vorbei. Boxengastpartner. Ja, wir sind Nachbarn hier. Ochsengassenpartner for life. Nee, du ja nicht. Penis. Oh shit, ein random Penis, wo kommt der denn her? Ey, ich hatte das Gefühl, ich musste irgendwas sagen, das war so leise. Oh Mann, Alter, jetzt bist du gleich wirklich. Ja, 2 Sekunden sind das doch nur. Motor läuft. Nur. Doch schon was du? Jetzt hab ich auch kein Benzin mehr. Mach, raus. Da kommt ein Bot, schnell, go. Ihr müsst mich schneller auspacken. Nein! Jetzt fährst du hinter mir, oder was? Ja. Ich fahr aber auch hinter dir. Boah, Alter. Wer ist in der ersten DRS-Zone? Ich. Welcher Bot ist das hier vor mir? Hulkenberg. Der macht jetzt mal lieber Platz.
Rückenberg, mach Platz. Kruppel hier so ein bisschen rum. So wird hier überholt. Alter, der bleibt ja fast stehen. Ja, das ist ja die Gefahr, deswegen will ich ja nicht hinter dem bleiben. Das ist ja die Gefahr hier bei den Bots. Die bleiben gerne einfach mal stehen. Wir hatten sich da gerade vorgemogelt. Wer ist denn da auf Platz 2 und 3? Hamilton und Raikön. What? Oh, entschuldige, so Hamilton und Rosberg. Oh, da hinten steht ein Renault quer. Das bin ich eh. Quer? Das Schlimme ist ja, dass die KI bei Regen halt einfach so krass ist. Jo. Und anscheinend ist sie auf der Strecke ja auch so schon gar nicht schlecht. Wer fährt denn da so? Ich habe keinen Sprit mehr, bevor ich euch aufhalte. Das stimmt, aber ich glaube, du bist sowieso unsichtbar. Aber so ist ja, aber du müsst ja nicht auf mich achten. Ja, machen wir sie eh nicht, also. Ja, danke. Wow. Warum geht schon wieder los? Jo, ey, erst Kappertag. Pöbelmodus. Du gleich in der Aufwärmrunde, ne? Mach dich auf was gefasst, ey. Geile 2 Sekunden stehen wir wieder am Start, alle anderen sind noch nicht mal losgefahren und wir sind schon wieder da. Oh, nur da. Im Rennen, da musst du kämpfen. Boah, ich kuppel ja gerade richtig lange. Hab auch kein kein Benzin mehr. Höhe mit 120. Da hätte mich gerade irgendwer fast abgeräumt. Warst du das, Dennis? Nee, ich, bei mir ist gar nichts. Was ist Black ist das. Black hätte mich fast abgeräumt. Fuck. Black ist wieder highly concentrated. Ja, gerade nicht mal in die Top 10, ey, what the fuck? Die Zeit war aber auch pures Glück im Zeitfahren, vorhin habe ich mich in einer Tour weggeschmissen. Jetzt besteht ja noch Hoffnung. Ich habe jetzt eine Sektor-Bestzeit, aber ich habe irgendwie schon. Ja, die auch gerade. Erste Sektor oder was? Ja, erste Sektor, aber ich habe irgendwie abgekühlt scheinbar. Was ich nicht ganz verstehe. Also. Das ist aber nicht gut. Bin ein bisschen drüber gerutscht, hallo? Ich wollte gerade sagen, also abkürzen, das ist ja eigentlich verboten, würde ich sagen. Nee. Eigentlich. Tief sauber fällt ja auch immer ganz sauber. Oh ja. Wir brechen die Regeln nicht. Lassen den Daniel häufig gewinnen, damit der einfach. Ja, damit wir sein Selbstbewusstsein aufbauen können. Ja, richtig, das ist nett von euch. Dass er sich die Morgen erhängt, weil er nicht erster geworden ist. Ja, ich habe halt einen Hang zur Dramatik, deswegen. Ja. Wollen wir halt unterbinden. Ja, das war die schnellste Zeit, glaube ich, aber. Ja. Daniel hat den schnellsten ersten Sektor. Ja, nein! Geht aber auch nicht mehr viel. 0,08. Ah, ja, tschüss, Römer. Das hätte ich jetzt gerne gesehen. Alter. Nee. Gut, dass ich gerade meine Zeit hatte, ne? Wo stehst du denn? Auf 2. Ich hoffe nur nicht, dass ich jetzt eine 5-Platz-Bit-Strafe gekriegt habe, die ich noch nicht gesehen habe. Kannst du deine Abbruch mir nehmen? Nee, das möchte ich auch eigentlich gar nicht wissen. Boah, was hast du denn gemacht? Bist du hinten draufgefahren, oder was? Ja, so hinten schräg rechts rein irgendwo. Kam der aus der Box, oder? Ja. Also laut Vorfällen steht das nicht. Also auch keine Kollision verursacht. Klar. Früher nicht. Dann gucken wir den Matrix nochmal zu. Boah, dort machen wir. Ich fahre hier meine ungültige Runde. Oh, das, ja, ich wollte gerade sagen, also da hast du natürlich jetzt ordentlich. Das sieht nicht schlecht aus. Max Runde, so von den Zeiten her. Hey, ich bin auch gerade relativ weit im Grün, aber die jetzige Zeit ist natürlich auch lustig. 1:36:1. Warte, die zählt aber nicht. Weil ich am Ende so weit rübergekommen bin, oder was? Genau, einfach bei der Startziellinie, ey. Oh, ciao, Black. Black muss sich wieder konzentrieren.
Und jetzt geht wieder los. Aber wieso zählt die denn nicht? Weil du dumm bist, ey. Das du bist sogar noch am Platz nach hinten gerutscht, der ist nice. Du auch, Daniel. Ja, das ist nicht so schlimm. Oh Gott, und wieder ja, immerhin Zehnter noch, ne? Ne. Na, ich versuche noch eine Top 10. Nee, willst du nicht. Top, okay. Top 10 ist doof. Top 10 ist doof, Dennis. Das ist... Bleibt man da unten. Es könnte sogar gar nicht mal so schlecht sein von hinten zu starten, also von nochmal richtig. Ja, richtig, das ist schön. Das stimmt, das ist scheiße. Ja gut, war auch mit ganz viel Abtrieb und ganz wenig Geschwindigkeit. Oh, da fahr ich geil. Ja, war schick. Ich hab die zweite Stufe Abtrieb. Wo bist du denn? Da guck mal dir mal zu. Nicht die volle Speed. Marc, wolltest du DRS anmachen? Nee, die Runde ist eh ungültig. Achso. Ich fahre gerade auf Mager, da bin ich noch genug Benzin dafür noch rein, aber nochmal reinfahren und rausfahren, das funzt glaube ich nicht. Nee, das schaffst du nicht. Deswegen muss das jetzt was werden. Also so wie du rutscht, ne, du solltest dir nochmal neue Reifen holen. Ich erst? Das war gar nicht mehr rein. Ja, Marc, wenn du fixst, du schaffst reinfahren. Du noch eine. Oh, Mann. Für diese Strecke, Mann. Die letzte Kurve hat mich halt rausgehauen, voll gegen die Mauer, wo die Boxengasse ist. Der Start und Ziel direkt. Passiert selbst. Wir fährten da vor mir, ey. Aber kein Bord, ey. Aber das ist ein Bot. Ja, Top 10. Ach Mann, du Arsch. Was ist eigentlich so die schnellste Zeit? Also 35,9. Das war's. 37,2. 37,2. Bist genauso schnell gefahren wie ich. Aber 49. Ah, 68, ne? Marc, eine geht auch sogar. Hundertstel, Alter. Hundertstel Bereich schneller. Ja, Dennis, bist doch nicht in der Top 10. Ah, das war's mit dem Top 10. Schade. Ja, ist ja kein Faktor. Ich habe ja nur schon 50%, hast recht, ist kein Faktor. Ach so, meinst du, um jetzt noch schneller zu fahren? Ja. Zwei Sekunden vor der Zeit. Oh, das ist mein Ziel, ja. Oh, boy. Oh, Mann. Was bin ich denn für eine Kackzeit gefahren, ey? 1,36,8 oder sowas. Oh, die eine Runde, die war richtig gut, ey, und dann da. Bei der Ziel hier ein Stückchen weit zu weit gerutscht, ey. Lenkrad. Der muss ja noch die halbe Runde, ey. Ja. Du bist der Einzige, der noch fährt, oder? Du kriegst einfach irgendwo eine Wand, du kriegst eh einen gleichen Regenreifen. Das macht halt wirklich. Oh, lol, Hennel, der hat mich noch geschlagen. Ach so, lol. Arschlecken. Ja, so an Hamilton werde ich wohl nicht rankommen bei Regen. Ah, 12. Aber wenn ich im Regen ins Ziel komme. Boah, bin ich kacke gefahren. Tja, das sieht nicht gut aus, Leute. Ja, das ist ein Mittelfeldstart. Oh, weia. Ein richtig schönes englisches Wetter. Alter, zweimal blau, ey. Da können wir auch jetzt eigentlich anfangen, ey. Kein Bock mehr. Ja, also ich weiß auch nicht, wer deine Strategie jetzt hat. Wie aber die stehen noch alle im Tisch, oder? Ich bin ready. Machen wir mal so. Let's go, Leute. Medal, Leute.
Der Lügenlord. Black, go, go. Ja, ja. Und 26 Runden im Rennen, ey. Also alles klar. Oh, scheiße, Gott. Ich habe mein Tankvolumen nicht verringert. Naja. Ja, zu spät. Ja, das stimmt. Ich hab's getan. Okay, wie war das Losfahren? Du wirst beim Start etwas mehr Grip haben. Aber jetzt müssen wir Betriebstemperatur haben. Jo, Betriebe. Ich schalte ganz oft. Muss man überhaupt einen Boxenstopp machen? Nein, aber ich glaube, die Reifen halten das nicht so aus. Überholt er außen. Oh, nicht innen rein. Oh, Alter, jetzt bin ich innen drauf gefahren. Wow. Ist die 20 mega wenig. Wenn ihr damit 20 um die Kurve fährt, ne? Oh, ich hab wieder so voll gebremst. Ja, was? Ich hab das voll drauf. Zieht der was denn? Oh, Black, Black fährt halt noch, was soll die Scheiße? Ja. Der fährt vor mir. Oh, what the fuck, kommt da hin, tackelt volle Möhre Thomas weg. Ich hab keinen weggetackelt. Nein. Ich bin voll mit Abstand an ihm vorbeigefahren. Ja. Ja. Hab ich gesehen, was der Abstand war. Ich bin mehr. Das hier ist mein Ziel. Oh, das sah böse aus. Der hier. Und fast. Aber hast du in Aserbaidschan aber auch gemacht, Thomas, bei mir? Kommst an, Ich weiß nicht, ob das mit Absicht war oder nicht. Boah, es ist, soll es wirklich mal passieren, dass ich eine Einführungsrunde fahre, wo ich nicht zurückgesetzt werde? Holy shit. Kann das bitte jemand übernehmen? Eben schnell in Dennis rein. Ja, der könnte noch anhalten. Alter, was machst du? Kurz vor Start und Ziel rammt er mich. Jetzt ist Black auch wieder da. Leute, die KI hatte schon übernommen. Leute, du fährst noch? Ja, Black, du bist auch noch gefahren. Erst. Du bist mir reingefahren und du fährst nach. Ich bin doch nicht reingefahren, du bist mir hinten. War bei Thomas genauso, Alter. Du hast den voll nur weggepickt. Ich hab den nicht gerammt. Ich war innen und er war außen. Ja, ja, ich und ich hab Platz gelassen. Kommt jetzt im Replay. Ich hab es sogar verbremst und hab gar nicht gebremst eigentlich. Ja, wir bin gerade ausgefahren. Das Video. Sind wir ja im Replay. Oh, ich hab wieder so voll gebremst. Ja, was? Ich hab das voll drauf. Was denn? Black fährt halt noch, was soll die Scheiße? Ja! Der fährt vor mir. Wo kommt da hin, tackelt volle Möhre Thomas weg. Schon frech von Madwix. Also der Fakt, dass du in warst, das war schon mal gelogen. Boah. Kann auch heute gut pennen, glaube ich. Oh, nein, wie kann das, Daniel? Hörst du, ich hoffe, du fährst rechts an den Leuten vorbei, ne? Ich bin direkt in die Mittelspur. Rum. Ja, rechts. Kabbeln. Ich bin direkt neben dir. Ja, ich weiß, ich auch. Ich bin direkt neben also dir. Also fahr rechts, das ist eine Rechtskurve. Nee. Die erste Kurve geht rechts rum. Dann müsste ich ja eigentlich links fahren. Oder alle Kurven gehen rechts rum. Auf der Strecke gibt's keinen Linksverkehr. Na Thomas, da bist du aber auch ein bisschen gesprungen. Nö. Doch, das habe ich eindeutig hier gesehen. Das hat er so wahrgenommen. Jo! Wer ist denn da rechts neben mir? Keiner. Bam, Alter, Junge, 8er Platz. Dreht er mich? Kacke! Oh, Mama! Oh, lol! Der dreht lol, mich. Lol, 6er Platz, Alter, das läuft. Ah! Und Vettel und Tomski auch nochmal. Und ich werd komplett aus dem Leben gedreht, ey. Das ich fahr immer rein. Das ist nicht Marc, aber okay. Vorsicht, Marc. Ja, ich hab nur blau gesehen. Ich bin vorsichtig, ja. Ich hab dich im Blick. Ja, ich komm nicht um die Kurve, mein Flügel ist komplett. Ja, hab ich hier bei der Seite stecken, glaube ich. Das könnte sein, ja. Alter! Was denn du da? Ja, das Auto.
So ein bisschen hibbelig. Ja, das Auto. Wie man hier rutscht, man. Muss ich noch an diese Bedingungen gewöhnen. Veränderung bestätigt. Alter, so kannst du nicht fahren. Ganz da hinten. Muss ich einen extra Stop machen. Leute, wer fährt ganz hinten? Ich. Aber ich habe am Start direkt zweimal. Einmal wurde ich, glaube ich, ein bisschen rausgedrängelt und das andere Mal habe ich mich selbst um meine eigene Achse gedreht. Go! Aber war Thomas, bist aber auch ein bisschen gesprungen. Nö. Doch, das habe ich eindeutig hier gesehen. Das hat er so wahrgenommen. Jo! Wer ist denn da rechts neben mir? Einer. Sehr Bam, gut. Junge, achter Platz. Wieso dreht er mich? Kacke! Oh, Mama! Alter! Oh, er dreht LOL, mich sechster Platz, Alter, das läuft! Ah. Und Vettler und Tomski auch nochmal. Und ich werd komplett aus dem Leben gedreht, ey. Ja, ich wurde richtig gedreht. Ich weiß nicht, von wem ich gedreht wurde, aber er hat mir einfach hinterher gekriegt. LOL, Vettel hat mit Schwung dich rausgehauen. Der wollte rechts an dir vorbei, ist auf die Wiese gekommen und hat dich voll weggeballert. Ja, jetzt habe ich gar keinen Flügel mehr. Alter, wie warte, da vorne böse fährst, der Vettel ist. Ich visier dich an. Eiskalt, ey. Alles klar, vierter Platz. Vettel steht hier. Vettel steht. Ja, ja, auch zu Recht. Ja. Also, Black kann es bezeugen. Ich war nicht schuld, oder? Ja. Wie gesagt, aus der Kurve rausbeschleunigt, wollte rechts vorbei, auf der Wiese und hat die voll weggeballert. Aber egal, ne? Ich bin Vierter, ne? Kann losgehen. Ja. Ich bin 3-14. 15. Das Rennen ist noch jung. 16. 17. 18. 19. Ja, läuft bei mir. Ja, sind dann noch 24 Runden, wa? Ja, das wird ganz entspannt für mich, denke ich. Ja, bei Regen, da kannst du auf jeden Fall richtig viel rausholen. Ja, ich habe kein Benzin, ne? Ich habe alles zu Hause gelassen. Masa, ich fahr auf Mager. Die Kurve schieb hier oder was? Ideale Voraussetzung. Alter, ich kann überhaupt nicht Gas geben, ohne mich zu drehen. Ne? Ich musste den gerade durch die Kurve schieben, einfach den Bumser. Na gut, aber das Gute daran ist jetzt Letzter zu sein, ich kann wenigstens frei fahren. Ja, I feel you, man. Alter, Masa, willst du mich eigentlich verarschen? Ah doch, Vettel ist noch hinter mir. Masa, wenn du überholen willst, dann mach das nicht, indem du mich schiebst, Mann. Ja, sag das Vettel mal. Ja, ist das dumm, ey. So, Vettel fährt wieder. Ja, der war auch nur kurz halt draußen. Achso, ich dachte, der wäre also auch... Also im Arsch war der nicht, nee, der stand der, da. Also er stand da, wirklich, er konnte auch so easy an dem vorbeifahren. Schon auf dem Gras verkehrt rum. Ja, wahrscheinlich gedreht oder so. Oder sich... Ja, wer anderen eine Grube gräbt... Hat selbst einen Grabgerät? Was? Richtig. War doch mit Bratwurstbrät, oder nicht? Selbst hinein, aber... Ja, genau. Ich bin auch hier. Bratwurstbrät hat wohl selbst halt Bratwurstbrät. Ich glaube, ich schieße jetzt Wehrlein ab, damit Daniel kein Team-Rating Keine kriegt, ja. Das ist, weil Team-Männer ist da bestimmt ganz weit oben mit Wehrlein. Boah, 22 Sekunden schneller als die Runde davor. Die Männer ist durch mich Erster, das stimmt. Bist Erster, ja? Ist das so? Ja. Ich hab da noch nie so drauf geachtet, auf die Konstruktion. Ja, Liste. Ah, das war Wehrlein. Boah, Hamilton. Warte mal. Platz 4 gewesen. Oder meinst du Platzierung? Ja, also, wo du gerade im Rennen bist. Ja, das war voll meine Frage. Ich ja. Also ich war gerade Start 4, ja. Und ich bin 14. Ach, 14. Um ihn zu überholen. Ja, warum? Ah, ich hab 4. gehört. Ja, egal. Nee, 4. ist Blick. Ich war irgendwann mal 6. und dann wurde ich gedreht. Von hinten einmal weggebucht. So wie Daniel ungefähr, würde ich jetzt mal gucken. So, jetzt habe ich den Picker einfach mal weggeschoben. Ach, ist das geil, ey. In den Kurven fahren die ja langsamer als was weiß ich, ey. Aber rausgeschleunigt tun die wie die Verrückten. Der Starkregen wird eine Weile dauern. Das ist echt nicht gut programmiert. Da muss man einfach mal. Also ich fahr jetzt auf Fett. Nice. Macht richtig viel Sinn.
Ja, ich hab hier Wheels, bin im fünften Gang noch. Und ich bin, glaube ich, raus. Jo. Nein, warum tust du das? Ich hab gar nichts getan, Mann. Ich das ist das Problem. Der, ich weiß nicht, wer das war. Werner war es nicht. Wer war das? Der hat mich einfach zur Seite weggekickt. Achtung, gelbe Flagge. Nee, der auch nicht so. Nein, aber ich hab sogar am Anfang gecallt, dass es heute nichts wird. Kriegen, ne? Du hast ja wahrscheinlich extra jetzt rausgeschmissen, damit dein Call auch passend ist. Ja, genau, auf jeden Fall habe ich es gemacht. Ja. Wir haben aber eben mega viel Regen in dieser Saison. Ich glaube, so schlimm war das noch nie. Du war das komplette Rennen, ne? Oh, nee. In China war das nicht so schlimm, oder? Doch, da hatten wir genau das gleiche Wetter. Ey! Was? Oh, Hamilton, du Pisser! Ja, du hast doch Hamilton rausgedrückt, das habe ich doch genau gesehen. Ich hatte und ich wohl vor ihm war und er sich dann einfach einhakt. Schwanzlutscher. Behinderter. Sah ganz witzig aus. Behinderter. Du kannst das komplette Rennen, ne? Oh, nee. In China war das nicht so schlimm, oder? Doch, da hatten wir genau das gleiche Wetter. Ey! Was? Oh, Hamilton, du Pisser. Jo, wie lange Hamilton wartet, ey? 15., 16., jetzt fährt er? Nee, noch nicht. 17., 18., jetzt fährt er. Aber ich musste doch auch noch holen. Der hat echt lange gewartet, also Hamilton kriegt keine Punkte mehr heute. Hamilton macht viel zu viel Stress, den will ich gar nicht mehr haben. Hamilton macht heute keine Punkte mehr, brauchst keine Angst haben. Ja, Punkte sind mir ja egal. Ich will wissen, den nicht, dass er mich hier wegdrängt die ganze Zeit. Seinem Pfeil. So, dann mach ich jetzt mal hier Kommentator, würde ich sagen. Fangen wir mal bei Sunset an, da läuft er ganz gut gerade. Dritter. Schleunig hier gut raus, leicht durch den Reifen hinten. Ja, das geht immer durch, ne? Jede Woche ein anderer raus und jede Woche ein anderer Kommentator. Boah, die Kurve nimmt er besonders gut. Reikönz ist da richtig am Arsch. Heck, dreht da musst du auch weg, jetzt, aber das hat er das Bild einfügen, weil mit Kommentar, ne? Ja, ja, klar, aber bei mir passiert sowieso nichts. Bei mir wird man nicht viel sehen. Jetzt kommt er langsam ran, da merkt man einfach, dass der Renault schneller ist als der Ferrari. Eindeutig ist das hier. Gerade bei Regen und jetzt hier in der Kurve. Jetzt muss ich ja aufpassen, dass sie ihm nicht den Arsch wegfährt. Und jetzt liegt er rein. Jetzt hat er aber ganz, ganz sicher da ihn jetzt. Jetzt muss er auf Startziel aufpassen, dass der da nicht bekommt. Ey, da muss er jetzt echt aufpassen. Da muss der Sunset jetzt aufpassen. Aber was muss der Sunset machen? Das sieht gut aus. Aufpassen muss er. Okay. Aber hat er gemacht. Da kommt der nicht mehr ran, da kommt der einfach nicht mehr ran. Das hat er. Wer ist eigentlich Erster? Ich. Okay, nice. Fährt er ganz solide, fährt er das hier runter. Die Kurve nimmt er ganz geschmeidig. Wer muss ich jetzt einblenden? Immer noch, Thomas. Christian. Okay. Also viel gibt's dazu gar nicht zu sagen, er rutscht halt ziemlich dauerhaft. Ich könnte jetzt die ganze Zeit wiederholen, dass das Heck ein bisschen wegrutscht, aber... oder ausbricht in dem Fall. Aber das ist ja bei jedem. Guck mir das mal hier bei dem Ersten an, bei dem Rennsieger des heutigen Tages. Oh. Ja, das ist mit Jinx. Ach, hab schnell auf Holz geklopft hier. Das sieht doch sehr solide aus. Da ist schon eindeutig weniger Rutschen dabei. Oben links steht auch ganz gekonnt führender. Warte, ich hab schon zwei Verwarnungen. Das fährt der Mann in Blau mit dem blauen Schriftzug hinten, Brancolo Brasil, ganz solide. Also da braucht man sich gar keine Sorgen machen, oder? Wenn er das nicht nach Hause fährt, wer dann? Gucken wir uns doch mal den Black an. Das ist doch bestimmt auch. Fährt Black überhaupt noch? Ah, da, okay. Black hier auf dem vierten Platz nimmt die Kurve ganz, 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 ganz eng. Da könnte man fast meinen, das wäre abgekürzt, aber da berührt er nur mit zwei Reifen den Korn. Jetzt aufs Ziel gerade über das Ziel hinaus. Kommt jetzt in die erste Kurve, bremst bei 50 Meter an,
zieht leicht durch die Kurve, beschleunigt wieder raus, 150 Meter Marke, 150 Meter Marke und wieder abbremsen und wieder in die Kurve. Die hat er ein bisschen weit genommen, macht aber gar nichts für den Soliden hier im Schwarz-Weißen und Rot. Jetzt ist er aber ganz weit raus. Jetzt ist er ganz weit raus. Da muss er wieder Zeit gut machen. Also da muss er sich jetzt irgendwas einfallen lassen, wie er das wieder rausbekommt. Und so macht er das nicht, meine Freunde. So macht er das nicht. Ey, Mark. Mark. Ja. Bist du dir sicher, dass du Informatiker werden willst? Ich finde, du hast ein gutes Potenzial, so als... So nicht, so nicht. Oh, ey. Ja, jetzt kommt er hier auf, das ist auch die Fake-Ziel gerade. Und wie nimmt er jetzt die schnelle Kurve? Die schnelle Kurve nimmt er... Jawoll! So macht man das. Nicht mal Körper... Oh! 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 Oh. Gerade noch das Bild kann ich leider nicht einblenden. Aber der Kommentar ist ja auch schon relativ nice. Ja. Echt schön. Oh. Ich weiß nicht, ob der Black da unter seinem Gehäuse oder wie man die Karosserie, ob da noch ein Rasenmäher drunter hängen hat, ich weiß es nicht, aber der Rasen ist auf jeden Fall platter, da wo er lang war. Und dann sind hier so einige Stellen, gerade in der schnellen Schikane hier, aber das meistert er jetzt hier wunderbar. Und jetzt wieder auf die 100, die 50 und abbremst, sehr schön, voll drauf, so wie man das macht. Und jetzt wieder rein beschleunigen, ganz leicht in die S-Kurve. Jetzt ich kommt denke, er wieder auf grüne Reifen. Jetzt kommt er auf die Stadt hier gerade, der Rüber, der wechselt auf die grünen Reifen. Der ist bereit für ein Abenteuer hier. Der war ja auch erst vor 6 Runden in der Box. Da kann man auf jeden Fall mal wieder Boxenstopp einlegen. Das stimmt sogar. Ja. So, als Kommentator habe ich dann alles im Blick hier. Und da kommt du hast auch deine Zusatzinformationen, die du jetzt ablesen kannst. Was? Ich habe hier gar nichts. Ja, du die bist Infos kriegt er aus Köln gefeedet. Ja, richtig. Und Dennis, auch ein bisschen von der Linie abgewichen. Ja. Sag gleich einfach, wenn du vorbei willst, ey. Ich steh dir nicht im Weg. Ja, das ist doch besser so. Sonst mach ich gleich den Vettel und räum dich ab. Ja, ich meine, ich bin schon mittlerweile so weit, dass ich wieder Bot sehe. Ja, haben wir jetzt auch den ersten Zuschauer, der zugucken möchte. Mal schauen, ob das mit der Live-Übertragung so funktioniert, wie wir das hier wollen. Das ist hier Premiere gerade. Ja, Marc, dann kannst du mal eben deinen Twitch anschmeißen. Musst du nur eine Taste drücken, dann werden wir live. Ich hab keinen Twitch. Ja, der Lucky Agnus Rare, der ist sehr begeistert davon scheinbar, der möchte jetzt gucken. Endlich nimmst du an. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Da müsste ich einmal eine Rückmeldung bekommen. Alter, wie schnell man hier das Benzin auffrisst, holy shit. Ich bin rechts. Ja. Mir nichts Neues. So, jetzt gehen wir mal zum nächsten Kandidaten, weil der Black, der fährt das hier ganz solide runter. Oh, der ist 20. hinter der Röver. Das wird ein spannendes Duell hier. Red Bull gegen Racing. Nein, das wird kein spannendes Duell. Das wird jetzt gleich davon und gut ist. Mein Duell, was ist dein Kommentar? Was ich hier. Black hat so ein 15 Sekunden. Nee, 15 Minuten Delay. Ich hab DRS an. Ich konzentriere mich einfach. Ja, aber der Römer, der ist am Hacken. Das wissen wir alle. Der aktiviert einfach DRS. Wollte nur mal Danke sagen. Das kann er echt gut. Aber da das Geile ist, ich kann das einfach in Kurven anlassen. Der Manor Racing in weißer Schrift hinten auf dem Kotflügel. Wie sich das gehört. Manor extra fett, damit betont wird, dass er ein Mann ist. Weil das erkennt man sonst aus seinem kleinen Schniedelwutz nicht. Jetzt hier schön nochmal auf die Stadt hier gerade. Läuft er immer nackt durch die Gegend, oder was? Nackt in seinem Fahrzeug, ey. Mein Astralkörper. Na, hör ich dann Neid? Jetzt kommt er hier auf die 100, du hast einen guten Buddy. Und auf die 50 Aktuelle und da behalten. Kommt der erste Bremseinsatz. Ganz geschickt fährt er hier um die Kurve. Da nähert er sich dem Hamilton schon. Bumst er den negativ eingestellten Menschen jetzt oder nicht? Das ist hier die Frage. Da sind wir alle sehr gespannt drauf. Er nähert sich. Scheiße, Mann, du kannst nicht fahren! Das war aber abgekürzt. Also, wenn die Schiedsrichter nichts sagen. Nee. Also, da müssen wir mal eben in der Rennleitung nachfragen, was da vorgefallen ist. Da ist nämlich gar nichts. Und die Rennleitung sagt, Streckengrenze überschritten. Das zweite Mal schon. Das wäre das dritte Mal. Also, ich hätte eine Strafe schon kriegen müssen.
Ja, das gab, glaube ich, auch echt keine Strafe, aber das zweite Mal schon direkt hintereinander, also das dritte Mal, Racing, nutzt hier alle Tricks wie, um wieder nach vorne zu kommen. Ja. Das stimmt. Da können wir auch noch mal eben sehen, ob hier irgendwo... Nee. Kollision mit, nee. Ja, guck mal eben nach Vettel da. Ja, warte, bin ich Kwiat? Bin ich Kwiat? Weißt du das wer? Nein, du bist, dumm. Sehr dumm. Haha, lol! High five, Leute! Aber wer hier den Kommentator nutzt, der wird hier gleich erstmal wieder auf die Kommentiererliste gesetzt. Pass auf, da. Was der Typ. Und hier sehen wir wieder den Zweitplatzierten auf die 50 Meter Grad. Oh! Ja, den hat auch ganz solide, ein bisschen rechts im Buckel mitgenommen. Thomas, warst du drin? Das kann der Renault-Panzer ab, das kann er ab. Wieso? Und hier fährt er mit seinen 80 km/h. Das war doch vorhin richtig Vorsprung. Ja, und Dennis, gut, hier ist es reingefahren. Und da rutscht er auch wieder leicht über die Außenkante, kommt hier relativ weit nach rechts aus. Da müsst ihr auch aufpassen, wenn er da das Gras tut, dann könnte er wird das Heck komplett ausbrechen. Und da war es für den Renault-Panzer. Ist schon seit ein paar Runden. Da hilft das Beste nicht. Ach so. Das Beste hilft da nicht. Ah, ich guck nicht immer auf, wenn wir nicht mehr... Ja. Aber wie man hier auch sehr schön sieht, der hat Allrad, der Renault. Kein anderer hier hat Allrad, aber der Renault, der hat's eingebaut. Der ist intelligent, bei Regen. Oh ja, hier, da merkt man das. Da braucht man einfach das Allrad, um nochmal den Wartputz von der Bande zu retten. Vor allem, weil die Alter, Alter. Ist. Oh, da ist ja, was jo. Passiert, da müssen wir eben schnell... Hamilton und Röver! Oh lol! Oh nein! Oh lol, er ist auch nicht mehr. Ich fahre in Bottas! Schwer. Scheiße, das habe ich nicht gesehen. Das müssen wir in der Wiederholung nochmal einblenden. Dennis, Einblendung, hier. Ja, ich kann das nicht. Ich habe da eine Video. Ach so. Eindeutig, Manor Racing schuld. Hier, in dem Moment, da war's. Da ist es passiert. Ich kann nur einblenden, wie die da schon standen. Ah, shit. Ich hatte jetzt noch eine schöne Nachkommentation, obwohl ich das... Es sei denn, wenn du... Kannst du theoretisch noch saven, wenn du... Kann Shadow das Play ich hab Shadowplay, aber irgendwie funktioniert der Bus nicht. Also der nimmt nicht auf. Der speichert das nicht. Also ich kann nur ab jetzt aufnehmen, sag ich mal. Aber ich hab's ja auch nicht gesehen. Das war ja einfach nur so random nachkommentiert. Also ich meine, ich hab das natürlich gesehen. Auf deinen Zusatzmonitoren. Ja, auf jeden Fall sitzt er jetzt hier wieder hinter dem Stu. Ich weiß ja nicht, ob er da überhaupt noch rankommt, weil der Stu, der fährt hier einfach 1A. Ricciardo! Ich bin zwar 3 Sekunden von der Pace weg, aber... Wo ist der Black? Ist er noch im Rennen? Er ist noch im Rennen. Das ist aber knapp. Knappe Geschichte und Verstappen schiebt Ricciardo mindestens an. Das ist einfach Team Red Bull die Hälfte. Und da kommt der Black und nimmt einfach schön das Hinterrad von Ricciardo mit. Das war knapp. Das war echt knapp. Aber er fängt sich wieder. Bisschen Gras geschnuppert, aber das passt. 2 Plätze hierdurch verloren. Red Bull kämpft sich weiter nach vorne. Ricciardo und Verstappen sind einfach unaufhaltsam im Team. Die bumsen hier jeden, selbst den Black. Aber das lässt der Black nicht auf sich sitzen. Haas Automation Inc. fährt wieder ran. Boah, hier sehe ich aber auch eine Taktik, ey. Extra nicht auf der Spur fahren, auf der Ideallinie, damit einfach die blauen Regenreifen noch fungieren. Ja? Sonst greifen die nicht. Die brauchen Wasser. Alter, da muss ich scheiße. Alter, wieso muss ich mich da konzentrieren? Ja, ich komme gar nicht mehr, Alter. Ich fahre ja übelste Scheiße zusammen. Wegen mir, oder was? Ja. Aber das hat doch Wert, dass der gemacht. War das nicht sogar Verstappen, der das mal gemacht hat im Rennen? Ja, in Brasilien. Brasilien letztes Jahr. Deswegen, das macht sogar Sinn. Aber ich weiß nicht, ob das im Spiel hier auch funktioniert. Ich weiß nicht, ob die das so mit einberechnet haben, wie viel Wasser da auf der Strecke ist. Ja, auf jeden Fall, da kommt da wieder ein Ricciardo ran. Ricciardo und Verstappen. Ich glaube, Verstappen rennt Ricciardo einfach nur aus. Und bei Stu scheint was passiert zu sein. Aber hier bei Black, das ist einfach interessant gerade. Er rutscht zwar ein bisschen von rechts nach links, aber er kommt ran. Ja, beschleunigen ist scheiße in der Ecke. Ja, beschleunigen ist scheiße, aber Verstappen und Ricciardo, die bremsen gegenseitig in den Kurven aus. Da sieht man's. Wie er in den Kurven immer wieder rankommt. Er pirscht sich von hinten ran. Als würde er die vernaschen wollen. Das ist hier einfach knappes Rennen. Es ist auch geil, dass Marc einfach Situationen kommentiert, die so keiner nachvollziehen kann, weil es dazu keine Video gibt. Ja. Hier ziehen die Bots mal richtig weg. Bei mir. Wo ist denn der Stu? Hat er wieder Plätze verloren? Er hat wieder den Platz auf Röver verloren. Aber ich als Unparteiischer kann dazu nur sagen, finde ich gut.
finde ich gut, wenn sie heute keine Punkte macht, weil unparteiischer. Ich auch keine gemacht habe. Unparteiischer. Also ich hoffe auch noch, dass du hier gleich mal ein bisschen Fight mit Bottas anfängt, damit hier einfach mal... War gerade schon ziemlich knapp. Aber da kommt der Fight, er nährt sich, er nährt sich. Oh, nee, da zieht er einfach wieder davon. Ich weiß hier nicht, was machst du denn? Du musst doch Auge drehen, tut mir leid. Ja, und jetzt hier an den Bottas ran. Einmal freihändig fahren, ja, ja. Scheißegal auf sein rotes, blinkendes Licht dahin. Und jetzt sticht er rein. Und was macht Bottas? Bottas gibt keinen Platz. Bottas zieht die Ideallinie. Ah, er zieht rüber. Zieht ihn rein. Das ist ja der Wahnsinn hier. Das ist ja extra-hältig ist das hier. Aber da muss Bottas jetzt... Oh, jetzt muss Bottas nachgeben. Aber jetzt kommt eine Gerade. Kann er es halten? Kann er vernünftig rausbeschleunigen? Er sieht nicht aus. Er kommt! Simply Cola schafft es, glaube ich, nicht, das zu halten. Und Bottas, was macht Bottas jetzt? Ich sehe es nicht. Ich muss kurz umschalten. So, auf Bottas hier. Jetzt aus der Sicht vom Kandidaten, vom Rivalen, von Stu. Hey. Das ist hier ein spannendes Match. Da kommt er. Jetzt kommt wieder das Rausbeschleunigen. Und Stu kommt zu weit von der Ideallinie ab. Ich weiß nicht, ob das gewollt war. Ich weiß es nicht. Aber hier Bottas geht steil. Bottas. Ich glaube, ich muss kurz muten, Alter. Das ist so ja, der Action. Das kann man ja wenigstens mal einblenden. Ich muss mal eben mein Bildschirm von der Spucke befreien, was? Das ist ja der Wahnsinn hier, ey. Marc, du bringst halt noch sehr viele Emotionen rein, ne? Oh, da hast aber auch einen Schwenker gemacht drüber. Oh, jetzt kommt Bottas dran. Jetzt kommt Bottas, oh, der geht easy vorbei. Der zieht einfach dran vorbei, das ist ja der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Holy shit, der war ja mindestens 50 km schneller, ey. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat, der Stu, ne? Aber das ja, ich hab maximalen Abtrieb. Die sind auf Raden schneller. Ja, jetzt kommen die Ausreden hier. Er muss einfach einsehen, dass... Bottas ich hab Ricciardo wieder eingeholt. Besser war. Aber jetzt hat er also Bottas geholt. Was? Verstappen eingeholt, Ricciardo vor mir. Nee, du doch nicht. Wie hast du ihn überholt? Einfach reingestochen wieder. Das ist ja der Hammer. Da sticht er einfach rein. Einfach so. Wie so eine Hornisse, ey. Oh fuck. Oh, da vorne bei Röber geht auch was. Bei Röber, muss mal rüber zu gucken. Okay, Röber. Röber mit seinem Teamkameraden Wehrlein hier. Oder meint er jetzt den gerade Magnus überholt? Ja. Der Magnus, der hängt auch ein bisschen hinterher. Aber jetzt. So, vierter. Jetzt kommt der Magnus. Das sieht man, wie er seinen Arsch anvisiert. Und gleich zieht er links vorbei. Er zieht doch nicht links vorbei. Pussy. Aber er hängt gut hinter. Er hängt echt gut hinter. Der Röber ist aber einfach schneller in den Kurven. Hier in dieser 180-Grad-Kehre kann Röber jetzt einfach wieder ein bisschen Platz machen, Alter, aber Wehrlein hält ihn einfach auf. Wehrlein ist einfach kein guter Teamkamerade. Oh Gott! Und der Röber kommt sehr weit raus und Magnussen kommt ran! Wenn ihr das sehen würdet, wer der hier fährt, ey. Meisterhaft! Magnussen jetzt. Alter, ist der schnell! Jetzt, ja. Magnussen kommt auf den geraden Strecken, wo er rausbeschleunigen kann, da kommt er einfach ran. Da kann der Röber einfach nicht mithalten, vor allem wenn der Wehrlein vor ihm ist. Die muss er einfach mal abschieben. Abschieben muss er den. Raus aus England, der gehört da gar nicht in der Wehrlein. Verstappen ist mit reingefahren. Ist Chinese? Dann ist doch ein Chinese. Nur was so macht der Info hier? Wer ist der hier der Magnussen? Wer ist das? Stu fährt Magnussen aber ziemlich dicht auf, gerade in den Kurven. Wow. Das ist auf dem Geraden zieht er wieder weg. Ja, auf den Geraden. Das ist ja für nichts können auf den Geraden. So, Wehrlein ist überholt worden. Von Röver. Und Wehrlein scheint Motorprobleme zu haben, weil haben. Das sieht nicht normal aus, was er da gerade gemacht hat. Ich weiß nicht, was das war, ob das die Motorbremse war oder nicht. Kannst du mal gucken, ob der Verstappen noch einen Frontflügel hat? Der Verstappen, da kann ich mal eben nachgucken, aber ich weiß nicht, ob ich das sehe. Wie sehe ich das hier, man? Er ist mit einem reingefahren und wüsste gerne, ob er jetzt in der Box fahren muss oder nicht. Achso, ich sehe das nur, indem ich quasi die Sicht wechsle und gucke, ob ich vorne irgendwie den... Jo. Das sieht aber noch heiler aus, ja. Oh, schade. Also er hat auf jeden Fall rechts und links nur das gleiche. Ja, also der Max Verstappen, der scheint noch gut dabei zu sein. Aber der Black, der nimmt sich schon den nächsten vor. Den Ricciardo, den will er buchen. Ja, den kriege ich noch. Den kriegt er noch, aber nicht auf der Geraden, weil da zieht er einfach wieder davon. Das ist hier einfach der Nachteil der Spieler. Die haben es einfach nicht drauf, auf den Geraden. Ich kann halt nicht so rausbeschwören wie die KI. Ja,
Da komme ich mal wieder auf den richtigen Moment bei Tomski. Erstmal schön in die Boxengasse, so wie ich das von meinem Teamkameraden einfach erwarte. Ja. 13. Runde, sehr schön mitten im Rennen. Hat es gut aus, gute Strategie da. So, Sunset Jesus auch in der Boxengasse. Jetzt geht's hier aber nicht. Ja, jetzt was ist macht der Black? Was macht der Black? Versucht er einen Undercut? Versucht er es? Macht das oder macht das nicht? Das ist hier die Undercut Frage. Geht doch gar nicht. Ja. Warum nicht? Dann hätte er vor uns in der Box gemusst. War schon drin? Da, ja, das weiß ich nicht. Alter. Ich war noch nicht in der Box. Mit wie vielen Prozenten bist du denn reingefahren, Thomas? Ja. Ich hatte 55 hinten. Ich weiß es nicht. Aber was ist denn hier bei Team los? Aber ich habe auch 56. Ich habe 28, was ist los bei euch? Alter. Konstant Wheelspin halt, ne? Also ich habe 34. Ich hab, ja, einer hat bei mir 100 und alle anderen waren, glaube ich, so bei 13. Fährt auch rein. Ja, ich habe auch 56. Der Römer, ein guter Zeitpunkt. Der Römer fährt die durch. Die Frage ist, ob der Römer durchfahren kann. Das ist hier die Frage. Wenn er jetzt 28 hat, kann das schaffen. Er kann es schaffen. Da hat er recht. Er kann es schaffen. Die Frage ist nur, wie viele Plätze macht er dadurch? Jetzt hat er einen 10. Den 10. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Ein Punkt, damit kann er sich nicht zufrieden geben. Ein Punkt ist auch nicht genug richtig. Für den freundlichen. Vorgelassen den ersten. Das reicht. Was nicht. Macht der denn? Oh, bei Black, da ist wieder Action. Black steht quer verstanden. Fuck! Quer. Verstappen, du Homo! Darüber beschleunigt, darüber beschleunigt. Was macht Verstappen? Was macht er? Was macht er? Er beschleunigt raus. Black? Black zieht mit, Black zieht mit. Oh, das wird eng. Oh! Das könnte man Undercut nennen. Ist es ein Undercut? Jo, er zieht. Oh, das ist hier. Ich glaube, du hast die Bedeutung vom Undercut nicht verstanden. Nee. Undercut kann ich auf den Kopf. Der ist sich hier am Beschweren, dabei fährt er hier wie ein Sumo-Ringer, ey. Der wrestelt hier, das ist der Hammer. Warum ist der denn so langsam? Anschieben den Jungs, so wie sich das gehört hier im richtigen Formel 1. Und wer kommt da rechts dran vorbei? Ah, da macht er dicht, da macht er dicht. Macht er nicht ganz dicht. Rosberg dran vorbei. Black sieht nur noch von hinten. Was ist da los? Hat er einen Reifen kaputt? Alter, diese Spackos! Das 50er Schild hat er mitgenommen. Rosberg ist ab. Ja, der ist einfach auf die Bremse gegangen in der Kurve. Das kann nicht sein. Jetzt fahren die in der Box, weißt du? Alle in der Box. Ja, jetzt kann Black wieder Plätze gut machen. Die Frage ist nur, fährt er jetzt schneller als die Bots in der nächsten Runde? Das ist jetzt die alles entscheidende Frage. Kommt er als Achter wieder raus oder nicht? Alter. Du hast Spaß, war. Ich war richtig Bock. Boah, ich war so lange Vierter. Hier dabei zuzugucken ist echt geil. Was ist? Hier dabei zuzugucken ist echt geil. Nein, was ist Daniel? Daniel, du hast Sieger. Daniel, ich hatte. Was? Hast du nicht Marc gesagt? Nee. Das war ich. Achso, okay. Daniel! Okay, wer fährt denn hier noch? Stu ist 19. Wie kann das denn sein? Der war doch von 14. Ich war gerade im Pit, ich hab gerade geboxt worden. Heißt, du bist wirklich 14. Hast du geboxt? Ja, dann ist ja alles safe. 17. Oh, da sind noch welche im Pit. Was macht er denn da? Was macht er denn da? Oh, ich wollte aus. Der ist doch schon gemeldet, das sieht man doch. Da brauchst du nicht nochmal drüber fliegen, Junge. Ja, beim Nassen, wenn's nass ist, kann man doch eigentlich gar keinen Rasen mähen. Nee, eigentlich nicht. Aber du mach schon. Ich trotzdem. Weil ich einfach so ein Rasierer bin, ey. Wie kann das eigentlich sein, dass du einen Red Bull Auto hast? Klar, ne? Warte, ja. Wieso gibt's ja eigentlich drei Red Bull Autos? Oder vier dann? Ja, Toro Rosso und Red Bull halt. Achso, und die fahren, achso. So, wer schleicht sich denn dann vor hinten an? Der Hemmel. Der Hemmel ist doch dabei, der könnte jetzt nur noch abräumen. Das ist aber auch enttäuschend hier. Das ist hier sein Heimrennen ist das von Lewis Hamilton. Ganz schwache Leistung, 18. Ganz schwache Leistung. Da sind die Fans enttäuscht. Die gehen schon alle nach Hause, weil hier gibt es gar nichts Spannendes mehr zu sehen, außer den Sauber. Aber das ist normal, dass er auf dem ersten Platz ist. Das ist normal. Das fährt er sicher nach Hause, das interessiert keinen mehr. Und der Black, der fährt immer noch. Was macht der denn? Wann muss der denn mal in die Box? Die leuchtet doch grün, Freundchen. Ich fahr nicht in die Box, Mann. Ich fahr kann durch. Kann man eigentlich auf einem Satz durchfahren? Bin der Schaf da eigentlich schon. Warst du schon mal in der Box, Black?
Ich war noch nicht und ich werde auch nicht. Man muss, glaube ich, einen machen, oder? Nein, man Regen muss nicht bei Regen. Man muss nicht mal einen machen. Nein! Nein! Bei Regen musst du nicht einmal in die Box fahren. Wenn du durchfahren kannst, der kannst du nicht fahren. Sich hier nach vorne auf den Fünften, wie ist denn das passiert? Es gibt ja nichts anderes außer diese Reifen. Römer kann einfach durch sein Reifenmanagement so viele Plätze rausholen. Der Römer ist einfach Fünfter geworden. Das ist unglaublich. Aber als nächstes hat er Black vor sich. Da wäre ich ganz vorsichtig. Der Black, der verteidigt das. Der verteidigt das auf Knochen. Und die Knochen sind ziemlich weit in dem Auto. Also da ist einiges, was er bieten kann, ja. Einiges, halt die Reifen kühlen, die zerstört werden kann. Das ist alles noch da. Die werden mir zu warm. Aber der Römer, der schleicht sich an, der schleicht sich an. Ja, der ist schneller als ich. Der ist ganz fix. Oh! Das war aber haarscharf! Da hat er aber fast die rote Bande mitgenommen. Ist ja fast wie ein Stier hier, ey. Meine Herren, das war aber, da brauchen wir ein Replay von. Hier. Haben wir kein Replay von? Aber nicht. Ja, du musst das alles saven. Ich hab doch gar kein Video offen. Ja, dann musst du ab jetzt ein Go machen. Okay. Aber das Rennen ist ja fast vorbei, aber mach ich. Aufzeichnen ist das, ne? Start. Ja, aufzeichnen, richtig. Aufnahme läuft. Die Aufnahme wurde begonnen. So. Jetzt auch live hier von mir. Einmal hier sieht man den Man of Racing. Wie er sich hier einfach um die Kurve schlängelt. Das ist einfach der Wahnsinn, wie er das hier bei Regen hinbekommt. Das ist mir eine Frage. Das ist einfach unmöglich zu erklären, wie er das hinbekommt. Guck mal, wie geschmeidig er das macht. Und noch die Rechtskurve. Und links nur ganz leicht auf den Curb, damit er die Kurve auch ganz ausnutzt. Macht er das jetzt? Macht er das? Nicht mal! Er kommt von der rechten Seite. Oh Gott! Das war aber wieder haarscharf, ey! Wer der Schlaghalter gewesen, der will nicht mehr leben! Meine! Oh, da war eine Scheiße, der Junge! Der will doch nur ins Video! Der will nur ins Video! Deswegen macht er das hier gerade! Ich verlass ihn jetzt hier mal. Also das ist mir... Nee, das können wir hier nicht zeigen. Das ist nicht mehr ab 16. Da müssen wir hier noch eine Altersbereich. Wie viele Punkte gibt das eigentlich für den Fünften? Nicht genug für dich. Nee, aber ich gucke ja schon mal für Black jetzt. das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Aber bei Black, da ist noch nicht alles entschieden. Da, du musst ja erstmal den vorbei und das ist wie ein Bullenrennen dann. Das ist zwei Bullen nebeneinander und die greifen sich auch gerne mal in die Hörner gegenseitig. Das ist ja Wuppe. Die greifen sich gegenseitig in die Hörner. Ja, das ist eine Metapher dafür, dass sie sich mit den Rädern ineinander packen, weißt du? Weil das hat der Black in diesem Rennen schon mindestens fünfmal gebracht. Kein Witz. Habe ich leider alles nicht aufgenommen, aber... Ich schwöre, es war so. Ich schwöre es bei dem Regengott. Weiß ich auch nicht. Ist doch egal. Jetzt nochmal hier zurück auf den Zug. Mal schauen, was da hinten so abgeht. Hamilton ist viel interessanter. Da müssen wir mal eben einmal gucken. Hamilton, ich weiß nicht, ob der abgeschleppt wird von Massa, aber der hängt da dran wie so... Weiß ich auch nicht. Also die fahren 1:1 hintereinander weg. Das ist der Hammer. Ja, die haben Abschleppseil. Abstandsmesser haben die da drin. Ja. Aber jetzt greift er an. Und rechts dran vorbei. Oh, da sieht er raus. Und was passiert? Massa gibt kaum nach, aber Hamilton kann sich das einfach hier snacken, den Platz. Da ist Massa einfach ein Pussy gewesen. Also, Black, was tust du? Ich bin weggerutscht beim Verbremsen. Wenn du vorbei willst, fahr vorbei. Jetzt gibt's ein Duell hier. Nee, ja, was ist das hier? Du kannst doch den Man of Racing hier einfach vorbeilassen. So. So mal. Der fährt ja auch nicht 1A. Das haben wir jetzt hier schon einmal mindestens gesehen in der Aufnahme. Ja, wenn ich vorbeilasse und er dann Gas hier gibt, ist er schneller gegen die Wand gefahren, weißt du? Ja. Ich bin ja nicht umsonst vor ihm. Richtig. Das ist ja einfach... Da muss einfach mal kurz Stille sein. Das ist hier einfach so spannend gerade. Normalerweise füllst du das immer aus. Also was? Die Stille. Ja, das du stimmt, füllst ja die Stille. Ja, ist mir in den anderen Videos auch aufgefallen, dass ich echt viel laber, ey. Ja. Haben wir aber auch einen kaputten Frontflügel. Das ist nicht einfach, da wieder ranzukommen. Jetzt kann Man of Racing, glaube ich, besser rausbeschleunigen, weil er einfach die bessere Spur hat und der Black kommt ziemlich weit raus. Man of Racing jetzt versucht, innen wahrscheinlich reinzustecken. Aber Black, was ist das denn? Du kannst doch nicht so viel Platz lassen. Was ist denn da los?
Wer hat dich denn so verweicherlicht? Wie auch immer das heißt. Aber Black, ich bin Black dran, Junge. Black, ja, das ist richtig. Er hat noch nicht aufgegeben. Er sitzt hinten, aber richtig am Ass. Wenn der Röhrer jetzt einmal falsch auf die Bremse geht, dann sitzt er drauf. Dann wird geschoben. Was das soll? Jetzt haben wir es soweit. Aber der Black, der schießt sich selber ab. Fängt sich gerade noch so, aber das ist Abstand, den er nicht wieder aufholen kann. Das ist Abstand, den er einfach nicht wieder aufholen kann. Das ist du viel. Kannst das nur sehen, ich habe ihn berührt und ich habe mich leicht gerutscht, ja. Aber ja, ich habe für diese Aktion eine Stop-and-Go-Strafe bekommen. Das ist unverständlich. Also ja, was steht da mir im Weg, ne? Richtig bescheuert. Ja, richtig. Warum hast du gesehen, ne? Ja, habe ich gesehen. Verstehe ich auch nicht. Also das hat, ist hat er taktisch so gemacht, dass ich dem hinten reinfahren muss. Manor Racing ist da ganz heimtückisch. So, was ist eigentlich bei Sunset Jesus am Schlüssel hier? +9 Sekunden auf den Führenden. Das ist zu viel. Das kriegt er nicht rausgefahren. Aber hier, er macht auch die Taktik. Nicht auf der Ideallinie fahren. Das ist ungünstig. Immer ein bisschen weiter außen fahren. Jetzt entscheidet er sich um. Kommentator hat Einfluss. Ich weiß nicht, ob er mich hört. Scheinbar hört er mich. Und da, oh, die rote Wand, die hat der Röhrer auch schon fast gekühlt vorhin. Die ist echt hier heimtückisch. Ja, das ist langweilig. Nö, das ist langweilig. Das ist ja, bei dir passt hier echt nichts, ey. Aber was ist denn, ich war so drin? Lange Vierter, ne? Du bist 15. Ach, bei mir wird nicht mehr viel passieren. Bei Stu wird auch nicht mehr viel passieren. Wo wird denn noch viel passieren? Ist bei dem Botsleben mal los. Oh, da ist noch was los, das sehe ich doch. Höhenwert auf Kier. Das ist hier ein Duell, da sind wir alle gespannt drauf, wie das ausgeht. Hülkenberg. Der Hülkenberg, der kennt ihn nicht. Ey, der sitzt aber ganz dicht auf Kier drauf. Und hinter ihm gleich der Hamilton. Der sitzt das ist ein richtiger Buschmensch. Der sitzt im Busch und wartet einfach darauf, sich alle abzusnacken hier. Surprise, Buttsex! Den Radar darf ach ja, das ist hier ein spannendes Duell. Ich kann es kaum aushalten. Jetzt sammle ich aber gerade, ey. So, da sind wir wieder zurück von einer Kurzpause. Und der Hamilton ist direkt dabei! Der Hamilton, der macht es, den schaltet er aus hier. Ganz sanft innen rechts dran vorbei, so überholt man das Profi. Gerade wenn das die Heimstrecke ist, der kann das, der ist 13. Der hat es hier geübt und gelernt. Jetzt hier Dreier gespannt. Kwiat, Hamilton, Hülkenberg. Hülkenberg, der Hamilton, der ist ja immer fix unterwegs. Da kann man nichts gegen sagen. Jetzt sitzt er im Quer am Arsch wie sonst was. Jetzt die 150, die 100, die 50. Er bremst schon bei 100, weil er weiß, der Quer, der ist ein Hinterlistiger. Vielleicht kriege ich die Gruppe da vorne noch. Ja, jetzt gleich kommt noch die Chance für Hamilton auf Quer. Weil der Quer, der ist einfach langsam unterwegs. Und der Hamilton, der beschleunigt gut raus. Hamilton, jetzt hat er Windschutz, Windschutz. Helm hat er gesagt, oder? Der drauf, ist der besoffen? Der ist ja besoffen. Der fährt ihm einfach hin drauf. Das hat er falsch eingeschätzt. Einfach in den Nacken gebissen, Junge. Einfach richtig in den Nacken geknallt, ey. In den Nacken geknallt gleich. Bam, bam, bam. Nackenfähig, ey. Ein schön saftiges, ey. Aber richtig. Ah, jetzt hat er Kürt wieder. Er hat kurz den Anschluss verloren, nicht viel, aber für Hamilton ist das schon eine Menge. Wobei, das ist auch Ausgleich durch andere Körperglieder. Aber ja, jetzt ist er wieder dran. Boah, der Quiert, der ist aber auch fies, ey. Das sind hier Bremspunkte, die er hier nimmt. Da ist Hamilton nicht drauf vorbereitet. Aber jetzt hier die Langgerade, rechts oder rechts dran vorbei. Jetzt nebeneinander. Oh, das war knapp. Da haben sie sich fast berührt. Aber Hamilton ganz solide dran vorbei am Quert.
nimmt die Kurve jetzt extra ein bisschen weiter aus, wollte erst auf Graz fahren, hat sich ja einen Unentschieden. Fährt jetzt einfach ganz solide weiter. Jetzt ist das nächste Duell wahrscheinlich Hülkenberg gegen Fürth. Weil der Hamilton, der fährt einfach aus. Der Hülkenberg. Aber Stu, der sitzt da gar nicht mal so weit von weg. Ja, da könnte noch eine Möglichkeit entstehen, aber das Ding ist halt, dann, selbst wenn er die drei überholt, was ich nicht glaube, weil der Hamilton, der teleportiert sich einfach zurück, weil nichts denn jetzt passiert. Was sagt denn der Hamilton explodiert? Teleportiert. Nee, der hat zurück teleportiert. Der ist wieder auf 14, das ist Schiebung hier. Ich hab Schiebung. Dennis, hast du das auch auf Kamera? Der ist 21, der fährt vor mir. Oh, jetzt Leute, was macht ihr denn? Jetzt komm mal! Oh, nochmal kommt, teleportiert dich in ihn rein. Das... Boah, jetzt wurde er wegteleportiert. Und das hat er es wieder down. So, jetzt mal kurz Ruhe hier. Jetzt ist wieder alles normal. Jetzt ist er wieder 14 und nicht 15. Connection lost. Tschüss, Tess. Tja, das wird noch ein Kampf, die da vorne zu kriegen. Wie jedes Mal immer das Problem, dass der TS down geht. Hurra! Problem ist, ich habe auch noch 3 Sekunden. Selbst wenn ich die kriege, dann kann ich nicht von denen wegziehen. Da vorne ist der Hülkenberg auch mit bei. Oh shit! Wollte gerade sagen, Alter, bin ich hier am Rutschen. Ja, das war's dann. 13 Sekunden, Driver behind. Ja. Das Rennen ist vorbei. Connected. Jetzt noch 4 Runden. Hey, hallo. Ja, hallo. Hi. Hülkenberg hat er. Den hat er. Nebeneinander, aber den hat er ganz klar gesehen. Hat Marc überhaupt mitgekriegt, dass der TS weg war? Oder hat er konstant mitkommentiert? Doch, ich hab das mitbekommen, aber ich hab einfach weiter kommentiert. Also ich hab eine kurze Pause gemacht und dann ging's weiter. Ja, ist so spannend hier. Der Hamilton ist wieder mein Rennen drin. Ist auf jeden Fall vorbei. Ich bin gerade Startziel. Nein, ich bin Startziel zu weit rausgekommen. Nochmal 10 Sekunden. Ärgerlich. Oh, ja, Hamilton hat es jetzt beide wieder überholt, aber ich könnte mir vorstellen, dass der negativ eingestellte Mensch einfach aufgrund seiner von euch hat er da gerade gerne lange verursacht. Was? Was? Thomas, ja. Einen kleinen Abflug gemacht. Thomas ist aber noch immer führender. Wie viel Abstand hat der Sunset? Nicht mehr so viel. Das wird ja noch richtig spannend hier. Alter, die sind echt. Das könnte ja noch was werden, aber das glaube ich nicht. Sauber fährt das hier ganz sauber zu Ende. Ganz sauber zu Ende. Wo ist denn der Rüber? Der Rüber ist mittlerweile vierter. Immer noch 2,5 Sekunden, die Thomas hat. Ah, aber ich kann es abknabbern. Es sind noch 4 Runden. Ich fall pro Runde 2/10 zurück. Black hält sich hier auch noch auf den 6. Ich bin einfach froh, dass ich das Rennen hier auf den 2. beenden kann. Oh, Strecke liegt hier. Und der Stu, der ist mittlerweile an Rödenberg dran. Das gibt's ja nicht. Hätte ich den Start nicht verkackt, dann hätte ich da auch mehr rausholen können. Aber ich habe mich am Anfang direkt zweimal gedreht, das hat man das kaputt gemacht. Jetzt musst du aufpassen, dass du ihn nicht schiebst. Der Hülkenberg, der hat einen Bremspunkt, wie gesagt, das hat man gut bei Hamilton schon. Bringt mir also, ich bin trotzdem nicht vor dem, ich habe 13 Sekunden. Ja. Ich hoffe auf Punkte, mehr will ich gar nicht. Das war ganz komisch beim Hamilton. Der war erst als 21. angezeigt. Und dann irgendwann stand da wieder blub 14 und ich war 15. Ja, der wurde zurückteleportiert. Etwa 5 Runden kommen noch.
Da so gewinnt er also meine Rennen. Der portet sich einfach. Ja. Oder er hört sowas. Oh, kann er ihn außen haben? Wer sieht, macht Björn dicht? Björn macht dicht. Das Junge, sah aber nach einem angegangenen Tackle aus. Ich weiß nicht, ob man das so auf der Live-Kamera gesehen hat bei Dennis, aber es sah nach einem glücklichen Tackle aus. Und jetzt kommt rechts der Hülkenberg wieder. Hülkenberg, Junge! Ich glaube, ich schieß gleich einen noch ab, ey. Ja, oder die okay, dich. Der Abstand zum Hintermann beträgt 50. Ja, ich habe sowieso nichts zu verlieren. Alonso! In Hamilton könnte ich gleich mal abschießen. Alonso, da ist was passiert. Alonso hat Black überholt. Und Black Alonso. Aber Black nimmt auch das Kiesbett. Das ist gar kein Problem. Und ab davor kriegt er dafür eine Zeitstrafe. Da müssen wir mal eben schnell in der Rennleitung nachfragen. Rennleitung, was sagt die hat Rennleitung? Keiner gesehen. F6, Rennleitung. Hat keiner gesehen. Oh, die ist aber lang, die Liste mittlerweile. Hat keiner gesehen. Der Röver. Black. Der Röver, Black, der Stu, Black. Holy shit, hier sind ja einige. Alleine für Black. Drei Leute, die hier alle. Nochmal 10 Sekunden, willst du mich verarschen? Alles klar, jetzt schieße ich auf jeden Fall einen ab. Black hat 3 Sekunden. In der Zeit, wo du mir zugeguckt hast, um hier zu kommentieren, ne? Hast du selber gesehen, da war nicht eine Macke dabei. Black hat 16 Sekunden. Black hat 16 Sekunden. Gehen wir mal vom Röver aus. Der Röver hat 3 Sekunden. 3 Sekunden plus. Wo ist er noch? Da lebt er immer noch. Was soll die Scheiße denn? Er lebt denn der Röver hat 3 Sekunden. Das war das DRS-Schild. Jetzt gehen wir noch einmal den Stu durch, wie viel er insgesamt hat. Ich glaube, er kann es selber schon gar nicht mehr mitzählen. 3 Sekunden. Dann haben Target Missile! BAM! Oh nein! 13 Sekunden. Ich bin unsichtbar geworden. Ja, du kannst nicht Vollgas auf ihn draufhalten. Aber jetzt steht er da. We are under investigation by Race Control. Oh, da kommen beiden die ersten, ne? Das sollte ich mir nicht im Weg stellen. Jetzt hab ich fast 30. Ne, hier steht immer noch nur 13. Oder ist es nicht mehr aktuell? Warte mal. Das ist eine Lüge. Vielleicht war es nicht aktuell, weil ich. Es war nicht aktuell, okay, sehe ich gerade. Du hast 33 Sekunden, ja. Ja. Ich wollte gerade richtig mein Ziel anlocken, da quiert über Gras fahren, dann werde ich kurz bevorher wäre ich unsichtbar und fahre eine Band. Aber wen gucken wir denn mal zu? Dann haben wir. Dem Röber kann man zugucken, oder Black? Ja, guck mal Black zu. Black, da ist immer Action. Oder auch nicht. Doch, da ist Action. Ich mache uns das nicht von Alonso. Alonso sitzt ihm aber richtig am Arsch. Und da beschleunigt er einfach wieder raus. Alonso zieht dran vorbei und der nächste gleich mit, oder was? Nee, der Black, der nimmt die Bremspunkte. Oh, der Alonso! Der ist wohl weggedreht von Alonso. Das ist ja der Wahnsinn hier. Das ist ja der Black. Der Black. Der geht dann wieder raus. Alter, hört mal auf, ey. Wie soll man denn so Der Alonso fahren? Der greift an. Der Alonso Vorletzte greift an. Runde. Was macht der Alonso? Er muss jetzt angreifen, sonst wird das nichts mehr. Er muss angreifen. Macht das? Alter, ich muss Reifen schon. Vorne links 83%. 83. Du kriegst gleich einen Platten. Nee. Doch. Ich als Kommentator kann jetzt vorhersehen, wann der überholt wird, der Alonso. Ich sag euch das. Also ich habe jetzt 50%. Hier ist eine Gerade. Ich weiß nicht genau, wie weit davor, aber da ist eine Gerade. 50. Ja, dann kommst du doch easy mit durch, ey. Unglaublich, was du für ein Reifenmanagement hast. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Hätte Black hat einfach mal reinfahren sollen. Oh. Der Alonso, da wollte ja Black schon anschieben, weil der ist einfach langsam unterwegs. Fährt er auf Mager, hat er einen kaputten Reifen. Ich fahre die ganze Rennen auf Mager. Ja, der Alonso nicht, das sieht man. Der fährt auf Fett. Der sitzt ja am Arsch wie sonst was. Der fährt ja auf die Ideallinie. Aber das ist ja sein Nachteil. Deswegen kommt er in den Kurven einfach nicht ran. Und jetzt auf dieser Grad wird er ihn haben. Oh, jetzt geht er vorbei. Aber Black macht relativ gleich. Augen auf Wagen. Ist aber ganz sicher dran vorbei. Black keine Chance, aber er wird innen reinstecken oder außen. So kennt man den Black. Ja, genau. Oh, da gab es eine Berührung. Oh, da läuft der riecht sich ran. Opfer, der hat mich gerammt. Einfach Rennunfall war das. Ey, oh, Platten. Er hat einen Platten. Wenn das kein Rennunfall war, das weiß ich auch nicht. Also Black war da auf keinen Fall schuld. Das Black hat den Platten. Nein, ich hab keinen Platten. Vorne links, der wuppelt doch. Nein, ich hab 85%, aber ich hab keinen Platten.
Hat er bei mir echt nicht. Thank you. So. Plattness 100. Hä? Bei mir sieht er original so aus, als wäre der platt. Nee, nee. Aber alles cool. Er fährt auch kein 85%. Letzte Runde, Junge. Check the tapes, Leute. Er fährt auch keine Wobbel, wobbel. Platten, ey. Wobbel, 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 wobbel. Ich hab keine Platten. Das letzte Runde. Ah, ich bin so am Sweaten, einfach nur ein ganzes Rennen über. Nur am Kämpfen. Und noch ist auch nicht vorbei, weil der Rosberg, der kommt ran. Das sieht man. Der ist, der hat Bock. Der, oh, der hat keinen Bock, der ist echt tot! Und der Black kommt wieder zu weit raus, Rosberg ist jetzt in. Black kann sich noch davor mogeln, aber wie lange hält er das aus? Es ist zwar die letzte. Ich muss nur noch ins Ziel kommen. Der Rosberg, der will. Das GZ an auch. Thomas und GZ, Thomas. Christian. Nice, danke. Einmal was rüber. Noch knapp, Thomas. Und da hab ich mich verbremst. Und nee, ich will jetzt mich noch nicht zu weit. Oh! Der macht wieder Licht! Ja, oh shit! Aber Rosberg ist dran vorbei. Rosberg ist dran vorbei. Black nur noch auf dem 7. Was macht er jetzt? Jetzt kommt noch Verstappen. Jetzt kommt noch Verstappen. Oh Gott, und Verstappen. Kriegt er ihn auch noch. Da kommt noch eine Gerade. Eine Gerade kommt noch. Da könnte Verstappen zuschlagen. Und Black kommt zu weit raus. Das sieht nicht gut aus für Black. Für den jungen Fahrer hier. Nee, das darf ich nicht. Nein, Verstappen ist dran. Verstappen hat noch. Und Button auch noch. 89%, Mann, ich kann nicht riskieren, Klappen zu kriegen. Verstappen krieg ich aber noch. Komm, Verstappen krieg ich noch. Nein! Oh, so viel gewollt. Ich hör's mal nicht so. 90%. Aber ich hab einen Punkt, ne? Oder zwei? Komm, gib mir einen Punkt. Hast du Strafen? Ja, leider. Jetzt hast du einen Punkt, jetzt hast du keinen Punkt. Also mein Weiß. Ach komm, fick dich, YOLO! Ja, da geht ab, ey. Nicht mehr geduldig genug. Das ist vorbei. YOLO! Ja, schönes Rennen. Alter, fickt euch doch, ey. Ganzes Rennen über vierter Platz, nur am Kampf mit Verstappen, mit Ricciardo. Dann den Fahrfehler wegen ein von euch. Ach, boah, ihr habt gleich 4 Strafe. Obwohl der 4 Strafen bekommen hat und Black 8, aber ihr habt genau 33 Sekunden beide. Ja, ich habe halt dreimal über Startziel. Ja, aber nee, gar nicht, am Ende habe ich halt, ne, voll viele Strafen. Weil ja, geht's halt auch an den Röver. Ja, bedankt. Boah, ey, und das im Regen, das voll lang habe ich Punkte gekriegt. Das hat der Röver einfach gut gemacht. Das ja gut, immerhin sein. Im direkten Kampf bin ich jetzt, ist gut, dass Medrix auch raus ist. Ja gut, dass ich auch raus bin, ne? 0 Punkte, wieder mal. Das ist ja nichts Neues. Aber ich habe gekämpft, und das im Regen. Das war echt der Wahnsinn. Du hättest einfach in die Box fahren sollen, Black. Ich hätte einfach bei der Einkurve, als Rosberg näher gekommen ist, mich nicht zweimal verbremsen dürfen. Dann hätte ich, wäre ich vor dem geblieben. Der hätte mich zwar auf der langen Gerade überholt, aber ich hätte ihn nochmal gekriegt. Hattest du zu dem Zeitpunkt schon Strafen? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, eine Stop-and-Go-Strafe. Ja, aber wenn man den nicht nimmt, ne, weiß ich ja nicht, wie das zählt. Daniel, hast du kurz einen Moment? Jo, warte. Okay, bis dann, Leute, haut rein. Ja. Oh, tschüss.